<laughs> Hallo und herzlich willkommen zum 325. Mal bei Huxer, dem skeptischen Podcast. Oh Gott, du hast auf Aufnahme gedrückt. Warum hast du das gemacht? Weil ihr ähm, sie hören dürft, was passiert, wenn meine Frau sagt: Komm, lass uns diese Folge doch mal singen, als Musical. <lacht> <lacht> ah, nein, das machen wir natürlich nicht. Äh, auch wenn das ja irgendwelche Star Trek-Serien gerade recht erfolgreich ja. getan haben. Sogar ich fand das gut, nebenbei. Ja, die konnten alle ganz gut singen. Mhm. Äh, sie hätten es aber nicht müssen. Aber das ist ein ganz anderes <laughs> Thema. Wir auch nicht. <laughs> ganz, ganz ähm, äh, Mir ist so, als ob wir gestern hier gesessen hätten und die 324. Folge aufgenommen haben. Nein, nein, nein. Ähm, da haben wir auch ganz viel zu Terminen erzählt. Wen das interessiert, schaut einfach noch mal in Folge 324 hinein. Ganz viele Termine für. Den äh, September, Oktober 2023, äh, wenn ihr das noch rechtzeitig hört, schaut euch das mal an. Und auf jeden Fall tut uns einen Riesengefallen, wenn ihr Interesse habt und ich sage jetzt mal, ihr werdet eine Menge Spaß haben. Kauft Eintrittskarten für Huxilla Live, die wahre Wahrheit. Nicht auf, gesungen. Nicht gesungen. Äh, auf der äh, Homepage von Huxler findet ihr da alle Links und äh, dann haben wir eine schöne Tour Anfang 2024. Dabei will ich es im Grunde genommen jetzt auch mal belasten. Und äh, wir steigen mal diesmal ganz schnell äh, in die Episode ein und in eine interessante Story der Woche. Die Story der Woche in der heutigen story geht es um ein meme oder man kann sagen eine meldung oder wie auch immer ein foto das durch die sozialen medien gegeistert ist in den letzten jahren und das ist immer so ein bisschen schwierig stories über fotos zu machen das stimmt schon ich versuche euch mal dieses foto was ich meine zu beschreiben man sieht darauf einen waldweg im herbst auf dem boden liegt Rotes Laub, jede Menge davon. Und dieser Waldweg führt so ein bisschen in den Nebel, aber auch sehr, sehr gerade in die Ferne. Und am Ende sieht man äh, zwischen den Bäumen so ein bisschen Licht durchschimmern. Das Ganze sieht so also ein bisschen aus wie so ein Tunnel, an dessen Ende so ein Licht scheint. Aber dieser Tunnel ist aus Bäumen und aus rotem Laub gemacht. Also ganz malerisch. Dabei wollen wir es aber nicht belassen. Das wäre ein bisschen dürftig. Unter diesem Foto, was da durchs Netz geisterte, Steht The Black Forest in Germany has caused over 15,000 missing person cases in the past year. Also übersetzt, der Schwarzwald in Deutschland ist verantwortlich für 15.000 vermisste Menschen oder Fälle, in denen äh, Menschen vermisst werden im letzten Jahr. Baden-Württemberg, wir schauen zu ja. dir. Aber hallo, wer sowas liest, der kriegt doch instantan Furcht und das sogar mir, ähm, die ihr immer so gerne durch den Wald spazieren geht. Ähm, ich werde da ganz hellhörig und denke, ne, Kann ich mir den nächsten Waldspaziergang überhaupt noch leisten? Und ob denn dann tatsächlich im Schwarzwald pro Jahr 15.000 Menschen verschwinden, wie es dieses Meme, was tatsächlich durch die englischsprachigen sozialen Medien, insbesondere Amerika, mhm. Kanada sehr intensiv geteilt worden ist, äh, ob das stimmt? Genau. Erfahren was wir am da dran Ende. Oder auch eben nicht. Das machen wir am Ende. Thema der Woche. Ja, das heutige Thema schließt sich im Grunde genommen nahtlos an die Story der Woche an. Ist ein Thema, was sehr, sehr oft gewünscht worden ist und ähm, ja, irgendwie fehlt immer so ein bisschen die Zeit oder auch ach, die Gelegenheit, sich da vernünftig darauf vorzubereiten. Sagen wir es mal so. Ja. Und äh, ich habe das äh, keine Ahnung. Ich habe immer mal wieder danach gegoogelt und habe gedacht, oh, das muss man ein bisschen ausführlicher vorbereiten. Also weil man relativ schnell, wenn man das eingibt, das Thema Missing 411 ist ja kein Geheimnis. Ihr habt die Folge ja heruntergeladen. Aber das einzuordnen und zu schauen, was ist das, was verbirgt sich dahinter, ist dann doch ein bisschen aufwendiger gewesen. Das auf jeden Fall, da hast du völlig recht. Auf der anderen Seite ist das aber auch so ein Thema, ihr wisst es inzwischen sicherlich alle, was mich total fasziniert. Also mhm. ähm, ich bin ja... Auch da sage ich euch nichts Neues, ein riesen Blair Witch Project-Fan. Mhm. Und alles, was so Vermisstenfälle angeht und äh, erst recht unheimliche Dinge, die im Wald stattfinden und äh, sowas, äh, finde ich einfach vom Narrativ her total spannend. Und deswegen bin ich da auch mit so einer ähm, wirklich aufrichtigen Faszination an die Vorbereitungen dran gegangen. Mhm. Und ähm, als ich mir dann einen Artikel durchgelesen habe, der sich vornehmlich unkritisch mit den Fällen von äh, polidies beschäftigt, also die er gesammelt hat, äh, und auch ähm, als wir ihn selber äh, erzählen haben erzählen hören, äh, wie er eben diese Fälle darstellt, dann muss ich wirklich gestehen, dass es mich da so ein bisschen gepackt hat und ich das Gefühl hatte, ja, vielleicht ist da ja doch irgendwie was dran, vielleicht hat er ja recht und ähm, dann aber auch hier, Spoiler Alert, wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, haben auch andere Stimmen zu Wort kommen lassen, die das so ein bisschen einordnen. Und man muss dann doch einige Kritikpunkte tatsächlich anmerken. Und da wollen wir im folgenden natürlich auch nicht dran sparen. Wir müssen zunächst mal ja sagen, worum geht es eigentlich, mhm. wenn wir sagen Missing 411. Und das ist hier ganz... Einfach ehrlich gesagt, denn es geht. Du hast den Namen gerade schon einmal erwähnt. Es geht um die Person David Polides. So haben wir es in einigen Videos, die aus Amerika stammen, ausgesprochen mhm. bekommen geschrieben Paulides, aber mhm. scheinbar sagt man in Vereinigten Staaten Polides. Und ähm, dieser David Polides hat im Grunde genommen 2012 ein Buch geschrieben, das hieß tatsächlich Missing 411. In diesem Buch beschreibt er 411 Fälle von Menschen, die in den amerikanischen Nationalparks unter mysteriösen Umständen verschwunden sind. Und ich äh, musste allein schon bei diesem Titel, der ja wirklich... Ähm ja, manche würden sagen banal, aber ich finde ihn ziemlich prägnant, ähm, ist sofort an so eine Netflix-Serie denken. Mhm. Irgendwie The Hundred oder was weiß ich, irgendwie was Mysteriöses. Ähm, ähm, und insofern fand ich das irgendwie so ganz spannend. Ähm, die Erklärung, aber die unter Umständen noch ähm, dahinter steckt, also er hat zwar angefangen mit diesen 411 Fällen, aber es geht nicht immer wieder um 411 bestimmte Personen, die sich da durch die Jahre ziehen, deren genau. Fälle er dann verfolgt oder denn, so. Denn er hat inzwischen äh, zehn Bücher ja. geschrieben, hat äh, inzwischen drei Dokumentarfilme äh, produzieren lassen, mitproduziert, wo es dann im Grunde natürlich um seine Bücher auch geht und hat inzwischen so rund 1600 Fälle. Grob beschrieben. Das ist so die, die, die ungefähre Schätzung, die man vornehmen kann. Das heißt, es sind also deutlich mehr als 411 Fälle. Aber es gibt in Amerika, darauf wolltest du jetzt ja mhm. wahrscheinlich hinaus, so eine allgemeine Informationstelefonnummer, die man anrufen kann. Das ist die 411. Und hier kann man jetzt natürlich sagen, dass aus diesem ursprünglichen Buch, wo es sich um 411 Personen gehandelt hat. Inzwischen ja, so ein, so ein verklausuliertes fehlende Information, weil eben die 411 als Telefonnummer in den Vereinigten Staaten als Informationsnummer gilt und Missing 411 äh, vielleicht eine fehlende Information oder aber er hatte halt nur einen guten Titel in sich. Das wäre die andere Geschichte, die man ihm <laughs> vielleicht unterschreiben ja. kann. Ähm, bevor wir ähm, vielleicht auf, die, auf, die, auf ihn näher eingehen und auf die, die Fälle näher eingehen, ähm, hier schon äh, kurz vorausgeschickt, ähm, wir wollen ihm auf keinen Fall unterstellen, dass er sich das ausgedacht hat. Also nee. nach allen möglichen, auch sehr, sehr kritischen Recherchen, die man äh, findet zu ihm und zu seinen äh, Fällen, ähm, wird immer deutlich, dass er tatsächlich ähm, Fakten aufgreift mhm. oder tatsächliche Fälle aufgreift. Mhm. Ähm, was dann äh, die weitere detailliertere Methodik äh, seiner Dokumentation und Bücher angeht, da kann man dann wieder sagen, äh, das ist teilweise ein bisschen widersprüchlich, das können wir nachher auch nochmal äh, genau erklären. Aber ähm, er ist niemand, der völlig äh, herumfantasiert und sich da Vermisstenfälle ausdenkt. Ja, das kann man ihm nicht unterstellen. Äh, wir werden nachher nochmal kurz aufbereiten, das könnt ihr dann selber verifizieren. Was er aber mit Fällen scheinbar zu tun scheint, das könnt ihr euch dann anschauen. Wir gehen aber trotzdem noch mal ganz kurz auf die Person ein. Normalerweise soll man ja nicht ad hominem in irgendeiner Art und Weise argumentieren. Allerdings ist David Poleides durchaus eine Person, wo es sich lohnt, zumindest mal kurz auf die Biografie zu schauen, denn er sagt in all seinen Publikationen und auch in seinen Dokumentarfilmen, dass er ja 20 Jahre lang Detective gewesen ist bei der Polizei. Und das gibt ihm natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und dass er auch Erfahrung hat, das gibt es immer mal wieder die Aussage mit vermissten Fällen. Wenn wir uns die Biografie von David Peleidis anschauen, ist es richtig, dass er Polizist war. Da gibt es unterschiedliche Stimmen. Es gibt einige Menschen, die seine Bücher bei Amazon in Amerika kommentiert haben, mit der Tatsache, dass er nur Verkehrspolizist gewesen ist und niemals im Detective-Dienst war. Das können wir nicht verifizieren. Was wir aber verifizieren können, ist, warum er aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist. Er ist nämlich selber ausgeschieden. Warum? Weil er während seiner Dienstzeit das Briefpapier seiner Polizeistation benutzt hat in San Jose, um Promis anzuschreiben und sie um Autogramme oder um unterschriebene Dinge zu bitten. So hat er zum Beispiel sich äh, damit eine unterschriebene äh, äh, Musik-CD von ähm, Lionel Richie was. Mhm. Danke, dass du sagst, das, äh, äh, ja organisiert. Und äh, die Argumentation, warum die Leute ihm Autogramme schicken sollen, war, dass er entweder für, eine, für einen Polizeiball ähm, oder aber für eine Ausstellung in der Polizei von berühmten Leuten, die es zu was gebracht haben, diese Sachen sammeln wollte, äh, um dann sozusagen zum Beispiel Schülerinnen und Schüler gute Beispiele zu geben. Das Problem dabei war... Diese Aktion hat es nie gegeben. Das heißt, er hat sehr viel Post bekommen und man hat sich irgendwann gewundert, warum er ständig mit dem Briefpapier äh, unterwegs war äh, der, der Polizeistation. Und daraufhin ist das dann irgendwann aufgefallen und er hat eine Anschuldigung erstmal bekommen wegen Fehlverhalten im Dienst. Das ist nicht mit dem Polizeidienst äh, zu vereinbaren. Das ist sozusagen Amtsmissbrauch, könnte man in Deutschland vielleicht sagen, so als ähm, äh, Analogum dazu. Und wir haben euch sowohl den äh, Zeitungsartikel verlinkt, der das anreißt. Der ist aber leider im Archive dann nur noch halb verfügbar, aber wir haben auch noch eine. Äh, Version gefunden, wo man diesen ganzen Artikel äh, lesen kann. Könnt ihr euch durchlesen? Also das ist das eine. So ist er also aus dem Polizeidienst ausgeschieden. Und dann ist es ganz interessant, was er danach gemacht hat, denn er ist unter die Bigfoot-Forscher Genau. Kryptozoologen. Das war ganz maßgeblich, ja. Genau. Und er und ist euch im Grunde genommen schon hier bei Huxilla begegnet ja, indirekt. über Bandel. Ja. Genau. Das finde ich sehr, sehr interessant, wie sich da manchmal auch Kreise schließen, denn wir haben ja äh, in der entsprechenden Folge auch über eine Fehlerbehaftete, äh, problematische Studie im Zusammenhang mit äh, ja. Bigfoot berichtet, nämlich ähm, von äh, einer Forscherin namens Melba S. Ketchum. Genau. Und äh, da ging es um ganz, ganz viele Proben, so über 100 Proben, die da gesammelt worden sind und äh, die dann untersucht wurden ja. äh, auf ihr genetisches äh, Material hin ja. und da wurde dann in dieser Studie festgestellt, das sei ein Mensch Affenhybrid. Also ein äh, unbekannter bisher Hominide, der da entdeckt wurde und das sei jetzt der äh, Beleg dafür, dass der Bigfoot eventuell doch existieren könnte. Wir haben damals ja auch besprochen, dass diese Studie in Anführungsstrichen in einem man kann schon fast sagen, Eigens dafür ins Leben gerufenen ja. Journal erschienen ist. Richtig. Und man doch arge Zweifel äh, daran haben muss, dass diese Studie tatsächlich peer-reviewed wurde. Äh, namhafte und seriöse WissenschaftlerInnen haben sehr äh, harsche Kritik geübt an diesem Paper auf jeden Fall. Wie dem auch sei, äh, Paul Leidis kommt wieder ins Spiel in diesem Zusammenhang, weil er sich auf die Fahnen schreibt, im Grunde genommen der Initiator dieser Studie gewesen zu sein. Also er hat die Expedition angestoßen, die dann äh, diese Proben erbracht hat und äh, er fühlt sich da sehr sehr maßgeblich dafür verantwortlich, dass es diese Studie gegeben hat. Das heißt, da ist also sein erster Kontakt mit, ich nenne das mal Fringe Science äh, ähm, gewesen und der hat dann auch tatsächlich zwei Bücher zu dem Zeitpunkt dann auch veröffentlicht. Gab 2008 und 2009 hatte er schon zwei Bigfoot Bücher geschrieben. 2012 war dann die große Pressekonferenz, die es seinerzeit ja gegeben hat von Frau Ketchum und mit diesem, ja, eigens für einen Artikel gegründeten wissenschaftliche äh, Journal. Das war ja wirklich eine spannende Geschichte. Und äh, was man auch noch erwähnen muss, ist, dass äh, Polaldiis die Gruppe North America Bigfoot Search gegründet hat. Mhm. Ja, auch eine Firma dieses Namens und äh, unter dieser Firma sind eben auch viele von diesen Aktivitä Aktivitäten gelaufen. Genau und dann hat er sich eben den Missing 411 zugewendet. All das ist jetzt erstmal nur eine, eine, eine ja, wie soll man sagen, Beschreibung. Nochmal, wir wollen hier überhaupt nicht ad hominem argumentieren, aber es ist halt interessant, seine, seine Geschichte und weil er sich natürlich sehr darauf stützt, dass er Polizist gewesen ist, denn jetzt berichtet er in seinem ersten Buch, äh, das den vollen Titel trägt: Missing 411 Eastern United States. Unexplained Disappearances of North Americans that have never been solved. Also Missing äh, 411, äh, östliche Vereinigte Staaten, unerklärtes Verschwinden von Nordamerikanern, die, die, welche niemals aufgeklärt worden sind. Und was er tut und was er bis heute macht, er hat einen YouTube-Kanal, das kann man sich auch anschauen, und das muss man ihm attestieren. Definitiv, er ist ein guter Geschichtenerzähler. Mhm. Wir haben uns ein YouTube-Video von ihm, das ist, glaube ich, sieben oder acht Tage alt gewesen zum Zeitpunkt der Aufnahme, angeschaut, wo er über einen Fall spricht. Und das ist jemand, der weiß, wie er charismatisch Menschen an sich bindet, wenn er eine Geschichte erzählt. Ähm, er zeigt, das ist natürlich dann wieder auch ein Fall eines einer vermissten Person gewesen, was wir uns da angeschaut haben. Er zeigt Karten. Er geht in die Biografie. Er beschreibt die regionalen Gegebenheiten. Er ist jemand, das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber in dem Fall war es so, der die Region sehr gut kennt. Sehr, sehr gute Freunde sind da. Er war da sehr oft. Also man hat immer das Gefühl, er kennt sich in den gesamten Vereinigten Staaten aus. Das vermittelt er einem so ein wenig. Ja, und was er, was er mit all diesen Dingen natürlich auch schafft, ist so eine gewisse Nähe zum Fall. Ja. Also er schafft es ähm, immer, auf ganz charismatische Art und Weise so zu erscheinen, als läge ihm, und das ist, also das ist, klingt jetzt schon wieder nach Unterstellung meinerseits. Ähm, es klingt immer sehr danach bei ihm, als läge ihm der Fall auch wirklich am Herzen und ähm, er wolle das auch für die Angehörigen machen und ihnen helfen, Gewissheit zu erlangen, weil er sich natürlich, wie wir alle, sehr gut vorstellen kann, dass gerade die Ungewissheit bei Fällen von vermissten Menschen für die Angehörigen ganz besonders schlimm ist. Das heißt also, wenn jemand verschwindet, und dann vielleicht auch noch so plötzlich. Und dann hast du nicht mal äh, die Gewissheit, äh, erstens, was mit diesem geliebten Menschen passiert ist und zweitens, ob die Behörden wirklich ihr aller, aller, aller Bestes geben, um den Fall aufzuklären. Dann bist du natürlich äh, in, innerhalb der Familie, innerhalb des Freunden, äh, Freundes- und Bekanntenkreises erst recht verzweifelt. Genau. Also, das ist etwas, da hört man zu und er hat eine Art, äh, und das ist ganz, ganz entscheidend bei ihm. Ähm, Fragen zu stellen oder Dinge mysteriös erscheinen zu lassen, ohne Antworten zu bieten. Das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht so... Als ob er sagt, äh, Person XY ist am Tag XY äh, verschwunden genau. und die Alien äh, genau. Aliens waren es. Ja. Das sagt er nicht. Was er aber zum Beispiel macht, und das kann man einfach mal an, an, an dem Fall, den wir uns da auf YouTube angeschaut haben, einfach sehr schön deutlich machen. Da verschwindet ein äh, äh, ehrenhaft aus äh, dem Militär entlassener Soldat, äh, der auch im Kriegseinsatz gewesen ist, der Freunde besucht auf einem Militärstützpunkt vor allem Ford, das sind ja im Prinzip so große Städte im Grunde genommen mit einer eigenen Infrastruktur und der wird dann in der Wasseraufbereitungsanlage äh, dieses Fords Gefunden und schwimmt da in, in, in der Wasseranlage. Und was er tut in diesem Fall, er schildert nicht nur die Gegebenheiten des Falls, sondern er macht den Bogen größer und sagt, in der Nähe ist Fort Cheyenne. Das ist tatsächlich Cheyenne ein. Cheyenne Mountain. Cheyenne Mountain. Mountain äh, genau, Cheyenne Mountain. Nicht Fort Cheyenne, sondern Cheyenne Mountain Komplex. Das ist ja ein Alle, U die Stargate gesehen haben, wissen, was gemeint ist. Genau, also da steht in der Serie Stargate, das Stargate hinter diesem großen Metalltor. Und in Wirklichkeit ist das eine US-Militäranlage. Ähm, und da, also einfach nur dadurch, dadurch dass er das erwähnt, ähm, äh, kommt sofort das US-Militär, nicht nur weil es ein Stützpunkt ist, sondern es ist diese neuralgische Stelle, wo der gesamte Himmel überwacht wird, so beschreibt er das dann ähm, in Cheyenne Mountain. Und er schildert den Fall weiter und irgendwann sagt er dann, in so einem Halbsatz, in so einem Halbsatz sagt er, und dann hätte es jemanden gegeben, der so andeutungsweise gesagt hat, äh, da sei auch eine schwarze Limousine vorgefahren und in der Nähe des Menschen, der da eben dann verstorben äh, sei, aufgetaucht. Und in einem weiteren Halbsatz, ähm, äh, also der, die, die Leiche hätte irgendwie da über einen abgesperrten Zaun geschafft werden müssen, ja. dass ähm, der verschwundene Mann auch aus eigenem Antrieb äh, da in dieses Becken hätte gelangen können. Lebend hat er überhaupt nicht in Betracht gezogen, sondern es musste so sein, dass er woanders ermordet wurde oder was. Was auch immer mit ihm da passiert sein soll, er sagt es ja nicht. Und dann hätte die Leiche da eben irgendwie drüber geschafft werden müssen. Und das sei eigentlich ganz unmöglich gewesen. Und jetzt wird der ein oder andere aufmerksame Zuhörer, ZuhörerInnen äh, sagen, hä? Ich denke, sie sind alle missing. Mhm. Ich rede gerade von einem Fall, wo ja dann die Person hinterher tot aufgefunden worden ist. Hä? Und genau das ist der Punkt es ist nämlich genau dieses hä es geht gar nicht um menschen die verschwunden sind und nie wieder aufgetaucht sind nicht immer. um die geht es hm. auch aber es geht auch um fälle wo Menschen durchaus dann verstorben aufgefunden werden. Oder aber Fälle, insbesondere bei Kindern häufig, die er beschreibt, die einen Tag verschwunden sind im Wald im Nationalpark und dann wieder auch gefunden werden. Und dann sagen die Kinder äh, so etwas wie: Der Bär hat mich mitgenommen, der ich habe bei den Bären in der Höhle übernachtet oder irgendwie sowas in der oder Höhle. Oder aber sie mhm. wissen nicht, was passiert mhm. ist. Das sind Fälle, die David Politeis benutzt. Das heißt, hier haben wir schon das erste interessante. Puzzleteil. Es geht nicht nur um Menschen, die verschwunden sind und danach nie wieder auftauchen, sondern wir haben gerade die drei Kategorien geschildert. Die sind für ihn alle gleichbedeutend. Äh, wichtig ist bei den Geschichten, die er aufschreibt, die er in seinen Dokumentationen benutzt, immer der Umstand, dass es irgendetwas Mysteriöses geben soll. Äh, ich finde es ganz interessant. Dass er seine aktuelle Doku, die er gedreht hat, die ist im letzten Jahr erschienen, die heißt dann tatsächlich vom Titel her Missing 411 The UFO Connection. Also da wird quasi explizit ähm, UFOs genannt, also könnten, also ich habe die nicht gesehen. Wir haben uns nur eine, eine dieser Dokus in einem Ausschnitt angeschaut. Ähm, aber äh, da könnte er dann die Frage stellen, ob eventuell Ufos was damit zu tun haben. Bei vielen Wahrscheinlich Fällen, wird er nicht mehr die Frage stellen, sondern es einfach nur in Halbsätzen andeuten. irgendwie andeuten. Ja. Genau. Und in vielen anderen Fällen sind immer behaarte Menschen äh, Bären. Was auch immer, auch häufig mal Bestandteil der Geschichte. Und da kann man natürlich sagen: hm, Der Mann wollte mal beweisen, dass es den Yeti gibt. Und da werden Kinder von irgendwelchen bärenartigen Lebewesen im Nationalpark mitgenommen. Die sich Geht aber dann nicht am, verhalten wie Bären. Die sich ja, sondern eher menschlich verhalten. Den hm. Kindern passiert dann auch nichts. Also, ich will da nichts andeuten. Ich, ich sag's <laughs> nur mal. Du sagst es nur, genau. Wir können ja mal ein paar Punkte anführen, die zum für ihn, für Polides, zur Aufnahme in äh, den Bereich mhm. Missing 411 ja. führen und äh, auch Fälle, die er per se, Ausschließ. zumindest wo er sagt, er würde, er würde sie von vornherein ausschließen. Also was bei ihm sehr, sehr oft äh, dazu führt, dass er sie mit aufnimmt, ist, äh, wenn die Menschen äh, gesucht werden, die verschwinden und die Suchhunde. Er beschreibt es so, verweigern den Dienst, also können die Fährte aus irgendwelchen Gründen nicht aufnehmen. Obwohl, das sagt, hochspezialisierte obwohl es hochspezialisierte Tiere sind. Tiere sind, absolute Vollprofis, die würden dann nur im Kreis laufen oder sich hinlegen und jaulen und gar nichts machen, mhm. äh, dann ähm, scheint es bei ihm besonders häufig um Fälle zu gehen, wo Menschen im Zusammenhang mit Bärenbüschen, also nicht Bären mit ä, sondern Bären mit Doppel-e verschwinden, also weil, während sie irgendwie Bären pflücken und Bären essen, das führt oft mit dazu, und dann sind es bei ihm auch ganz, ganz oft Fälle, wo man entweder Kleidung findet, oder die Menschen dann eben wiederfindet und sie haben ihre Kleidung eingebüßt auf äh, wundersame Weise. Also werden dann irgendwie halbnackt aufgefunden, obwohl es furchtbar kalt wäre und kein, wäre und kein vernünftiger Mensch auf die Idee kommen würde, sich der Kleidung zu entledigen. Also das sind so Dinge, die äh, unter Umständen mal dazu führen, dass solche Fälle mit aufgenommen werden. Und es geht natürlich äh, vornehmlich äh, in, um Fälle, äh, wo äh, Menschen in den sogenannten National Parks verschwinden also in diesen Nationalparks in diesen riesigen Flächen auf diesen riesigen Flächen die dann eben äh, auch besonders geschützt sind äh, und wo Park Ranger unterwegs sind ähm, und wo man noch so ein bisschen Achtung, ich sage jetzt äh, ausdrücklich das Gefühl hat in der Wildnis zu sein, obwohl es natürlich mit wahrer unberührter Wildnis überhaupt nichts zu tun hat, aber zumindest kommt es den Menschen, die da die Natur suchen und auch ein bisschen finden so vor. Was äh, zum Ausschluss find, äh, führen kann, äh, so sagt er es zumindest, ist, wenn sofort der Verdacht besteht, dass es sich um ein Verbrechen handeln kann. Also wenn wirklich Menschen dafür verantwortlich sind und das relativ klar ist, mhm. äh, wenn ähm, da äh, ja Medikamente und Alkoholmissbrauch äh, eine Rolle spielen äh, und wenn man äh, eben auch direkt sagen kann, das war ein Tierangriff. Inzwischen, so nach sieben, acht, neun Büchern, äh, hat er dann aber sich ein bisschen gelöst von den Nationalparks und ist dann mhm. etwas weiter übergegangen, auch zu, äh, man würde vielleicht eher sagen, Rural, also ländliche Fälle äh, und bis in das städtische Milieu hinein, wo Menschen nach seiner Kategorisierung irgendwie zu diesen Missing 411 gehören. Was Polite ist Polite dies sagst, Blides, du, ja. Blides, sagst du immer, äh, auch getan hat. Er hat mehrere Anfragen an die Behörden gestellt im Rahmen des Freedom of Information Act, äh, wo ja dann Behörden gezwungen sind, interessierten BürgerInnen Auskunft zu geben. Und er hat sich dann darüber beschwert, dass seine Anfragen nicht beantwortet werden. Also das sind dann so Anfragen, wo er sagt, ich möchte gerne wissen, wie viele Menschen sind eigentlich als vermisst gemeldet in den National Parks? Und ist dann entweder hat er keine Antwort bekommen oder eine ausweichende Antwort oder die Antwort, das sei zu halt so aufwendig, ihm mitzuteilen. Wir haben diese Informationen nicht. Und daraus auch hier formuliert er das nicht wirklich explizit. Aber er vermittelt den Menschen, die ihm da folgen und zuhören und lesen, den Eindruck, dass hier die Regierung etwas vertuschen würde, die ja diese Informationen haben muss. Und die genau dieses Narrativ hat inzwischen da, dazu geführt, dass auch andere Leute in den sozialen Medien, äh, zum Beispiel bei TikTok, äh, genau diese Geschichten aufgegriffen mhm. haben und auch äh, eigene Beispiele weiter anführen und es geht inzwischen sogar fast so weit dass ähm, da nahegelegt wird dass der, der national park service also dass diese zuständigen behörden gar nicht wollen dass diese fälle von den vielen vielen verschwundenen menschen auf ihren gebieten bekannt werden damit die leute jetzt kommt's da weiterhin hinreisen und die gebühren bezahlen ja. Also wenn du da scheinbar campen willst, wenn du da jagen willst oder weiß der Geier was, äh, dich da erholen willst, äh, wandern möchtest, dann musst du wohl ein, ein Vieh äh, zahlen, also eine Gebühr zahlen und äh, kannst das dann eben nutzen, dieses staats- oder staatlich geschützte Gebiet. Und ähm, die Regierung will natürlich nicht, dass ihnen da Einnahmen verloren gehen. Und das äh, riecht dann natürlich schon sehr nach einer Verschwörungserzählung. Hintergrund, und das ist natürlich sehr, sehr komplex, ist eigentlich eher ein anderer, warum es diese Informationen nicht gibt. Diese Daten werden tatsächlich, und das kann man beklagen, mhm. zu Recht in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht zentralisiert gesammelt. Ja. Das hängt zum Teil damit zu tun, dass die Park Ranger in einigen Bundesstaaten und in einigen Regionen tatsächlich selber polizeiliche Aufgaben übernehmen. Das heißt, dann ist es tatsächlich bei denen, diese Fälle zu dokumentieren, zu verfolgen, die haben dann auch tatsächlich polizeiliche Gewalt, wenn sie ent entsprechend ausgebildet sind. Dann gibt es Bereiche, wo ähm, so eine verschwundene Person an den Sheriff übermittelt wird, was dann aber gesehen wieder eine ganz andere Behörde ist. Das heißt, da würde gar nicht die National Park. Einrichtung das dokumentieren, sondern dann der Sheriff am Ort. Und damit wäre die Information bei einem Sheriff, dass eine Person verschwunden ist, dann ist das eine Missing Person. Aber da steht dann nicht mehr dabei im Nationalpark. Also es gibt nicht den. Wie soll man denn sagen, den Reiter in einer Software, den man anhakt, ist im Nationalpark verschwunden. Wenn es überhaupt eine Software gibt und nicht genau. in irgendeiner Kiste dann in Papierform liegt. Genau und das ist ein weiteres Problem und dann gibt es natürlich einige Fälle, wo unter Umständen dann, wenn man V-Play vermutet, auch das FBI zum Beispiel eingeschaltet werden kann. Und das ist dann wieder ein ganz eigenes administratives System. Wir kennen das aus den Fernsehserien, wo die dann in, immer im Disput mit dem Sheriff hm. stehen, ob das wirklich so der Fall ist, lassen wir mal dahingestellt. Hm. Aber hier sehen wir schon, das ist so ähnlich wie in Deutschland übrigens. Es gibt die Polizei vor Ort, es gibt das Landeskriminalamt für das ganze Bundesland und dann gibt es das Bundeskriminalamt und wir wissen. Und Europol. Europol. Ja, wir wissen leider zu Genüge, dass auch hier schon in Deutschland der Datentransfer zwischen den Ermittlungsbehörden an vielen Stellen überhaupt gar nicht gut ist. Ein weiterer Punkt ist, man könnte ja denken, bei den unfassbar riesigen Gebieten, die da von Nationalparks eingenommen werden, hätten die ganze Truppen von Park Rangers, die da irgendwie unterwegs wären. Aber leider sieht die Realität ganz, ganz anders aus. Die sind wirklich vollkommen überlastet und unterbesetzt. Also es ist nicht so, dass da irgendwie ein, ein Beamter für ein sehr, sehr kleines Gebiet zuständig ist, sondern da sind einzelne Leute, die nicht nur ein riesiges Gebiet abzudecken haben, sondern eben auch verschiedene Aufgabenbereiche übernehmen. Und äh, dass das äh, ein Missstand ist, dass man da was verbessern könnte, ähm, ist bei der Gelegenheit eben rausgekommen. Und das ist äh, etwas, da muss man ihm wirklich ähm, dann Rechnung tragen und sagen: Es ist vielleicht ganz gut, dass da mal jemand drauf aufmerksam macht, weil man da in der Verwaltung wirklich noch viele, viele, viele Dinge verbessern könnte. Ein weiterer Aspekt, den wir jetzt dann an der Stelle ansprechen müssen: Also hier haben wir versucht, so ein wenig die, die Rahmenbedingungen in den Nationalparks zu beschreiben. Übrigens. Mehrere hundert Millionen Besucher im Jahr, ich glaube 360 Millionen Besucher habe ich mal gelesen im Jahr in den Nationalparks in den Vereinigten Staaten. Eine unglaubliche Menge von Menschen, die da äh, hingeht. Dafür sind die auch gemacht natürlich. Das heißt, hier haben wir also die Rahmenbedingungen und äh, zu wenig Personal für zu viele Besucher, die zum Teil Polizeiaufgaben, aber natürlich auch die Aufgaben im Park im Grunde genommen ja mit betreuen müssen. Also hier kann man sagen, immerhin äh, hat er hier einen Missstand aufgedeckt, wenn man das dann eben äh, zugutekommen lassen möchte. Er beschreibt reale Fälle, auch das ist so, es gibt mehrere Skeptiker weltweit und kritische Stimmen, die sich damit beschäftigt haben, die alle unisono sagen, er denkt sich diese Fälle nicht mhm. aus. Man findet diese Fälle, die ja eben drei Personen sind, kurzfristig verschwunden, verschwunden, vermisst gemeldet und verstorben und dann gefunden oder eben nicht mehr aufgetaucht. Das sind ja im Grunde genommen schon drei Kategorien. Auch das haben wir schon gesagt. Und was er im Grunde genommen ja impliziert ist, dass bei all den Fällen etwas Merkwürdiges ist und es ist ein Stück weit so, dass er sagt, unter normalen Umständen kann das nicht passieren. Und da steckt für mich eine gewisse Arroganz dahinter, die Arroganz zu glauben, dass wir inzwischen mit allen Wassern gewaschen sind, was die Natur angeht. Und zwar dann auch die wilde Natur, wie wild das auch immer sein mag. Und man dann immer äh, sagt, ja da kann doch gar nichts mehr passieren in der heutigen Zeit. Wir haben GPS, wir haben Handys, wir haben alle möglichen Sicherheitsdinge. Das sind Leute, die kennen sich aus, die wissen, was sie tun. Das ist natürlich das Narrativ, was mhm. er sowieso immer sagt. Aber wir können zum Beispiel aus unserer äh, aus unserem engeren Umfeld zum Beispiel berichten, mhm. von äh, Menschen, die ihr Leben lang in den, in den Alpen, gewohnt, haben. Alpen gewohnt haben, da gewandert sind, als erfahrene Wanderer auch gegolten haben und die sind dann. Abgestürzt mhm. vor einigen Jahren und dann verstorben, obwohl sie da gelebt haben. Da könnte man jetzt auch sagen, das ist sehr, sehr mysteriös. Warum stürzen die ab, wenn sie da ihr Leben lang unterwegs gewesen sind? Also, das ist so ein Fall. Und eine andere Geschichte, wir haben den amerikanischen Schauspieler, der verschwunden mhm, Julian war, Sands, ja, Julian der Sands, der in Kalifornien äh, gewandert ist. Alleine wohl und der über Wochen verschwunden war und ja. der wirklich natürlich sehr, sehr aufwendig gesucht wurde. Und dann äh, konnte man schließlich äh, nur noch äh, sein, seine Leiche bergen. Ähm, und da ist eben auch, also die Frage: Du kannst so erfahren sein, wie du willst als Wanderer. Ähm, es kann immer etwas passieren. Es kann eine falsche Entscheidung sein. Du kannst einen Herzinfarkt haben, da mitten in der Wildnis. Das nicht nur unbedingt. Ähm, etwas, das nicht nur unbedingt äh, ältere Menschen trifft, das kann auch mal jemanden treffen, wo man vom Alter her gar nicht so sagen würde, dass das ein Kandidat ist. Und ähm, Alexander hat äh, gerade nochmal nachgeschaut, also hier haben die Behörden wohl zunächst einmal die Todesursache als ungeklärt eingestuft. Das also das muss noch nicht heißen, nur weil man nicht konkret sagen kann, was zum Versterben geführt hat, dass es da irgendwelche mysteriösen Begleitumstände gegeben haben muss, sondern eben nur ganz konkret das, was da steht, dass man es nicht mit Sicherheit sagen kann. Genau. Und das ist natürlich, wenn jetzt also die Todesursache unklar ist, ist es halt so, dass man juristisch gesehen das nicht festlegen kann. Und auch hier ist dann sofort natürlich das Narrativ einer ungeklärten Todesursache. Das muss doch etwas ganz Merkwürdiges sein. Also, das füllt natürlich so ein Stück weit äh, die Geschichten, die Polly dies äh, im Grunde genommen erzählt. Jetzt kann man immer noch sagen: Ja, gut, ihr sitzt da in eurem Sessel, habt euch das angelesen. Und jetzt aber im vierten Buch gibt es den und den Fall. Erklärt mir doch mal. Mal wie das und das passiert ist. Und hier müssen wir sagen: Stopp, wir können mhm. nicht jeden Fall erklären. Das ist völlig unmöglich. Das ist genau wie mit Geistererscheinungen. Es, und es gibt nee. eben auch ganz äh, merkwürdige Fälle von vermissten Personen, aber wir würden bis heute annehmen, immer noch bei den allermeisten Fällen, dass es eben keine übernatürlichen, mysteriösen Dinge oder gar eine Verschwörung im Zweifelsfall gegeben hat, die dazu geführt hat. Das muss man einmal so als 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 Boden, äh, als als Basis unserer Argumentation einmal gesagt genau, haben. Genau. Also selbst wenn es in, in manchen Fällen heißt, die Person, also wenn Politis sagt, die Person wurde aber an einem Ort aufgefunden, äh, den sie ohne Hilfe und in der Zeit überhaupt nicht hätte erreichen können, also meilenweit entfernt von der Stelle, wo sie verschwunden ist. Wenn man dann manchmal äh, genauer hinguckt, dann ist es eben doch die Möglichkeit, dass diese Person dahin gelangt sein könnte in einer gewissen Zeitvorgabe. Ähm, oder ähm, er sagt, äh, genau in dem Augenblick, als die Suche beginnen sollte, ähm, schlug das Wetter um und es begann ein Sturm. Ähm, das sind so Dinge. Natürlich kann man sagen, oh, wenn das gehäuft auftritt, das kann kein Zufall sein. Aber was möchte er uns denn damit sagen, ja. dass die Aliens, wenn sie da Menschen entführen, den äh, Leuten, die sie suchen, die Suche erschweren wollen und dann das Wetter manipulieren. Also, was, was soll denn die Schlussfolgerung sein? Einer Behauptung, oh, das Wetter ändert sich aber immer dann, wenn die Suche beginnen soll. Also, man muss ja dann vielleicht auch den Gedanken mal zu Ende denken. Genau. Ähm, in vielen Fällen, und das ist für Menschen häufig überraschend, wird dann ja berichtet, dass die Leichen teilentkleidet waren oder mhm. dass sie die Schuhe ausgezogen haben. Und dann wird immer gesagt, das sei ja ganz ungewöhnlich. Übrigens schließt er auch Fälle von sexuellem Missbrauch ja. aus. Das können wir auch nochmal sagen, das ist auch ein Ausschlusskriterium. Ich habe das schon vor einigen Jahren mal gewusst und gehört. Deswegen überrascht mich das nicht, dass man Menschen, Menschen, die unter Kühlung leiden, beginnen unter Umständen, unter gewissen Bedingungen, kurz bevor sie dann wirklich versterben, das Gefühl zu haben, dass ihnen warm wird. Genau. Und dann beginnen sie sich tatsächlich auszuziehen, was diesen äh, Unterkühlungsprozess beschleunigt. Das hat im Deutschen einen Begriff, den mag ich nicht so nee, gerne in der, der Rechtsmedizin. Ich nenne ihn aber mal, weil das in der deutschen Rechtsmedizin bis heute ein Begriff ist, nämlich die Kälteidiotie. Äh, so äh, heißt das. Die führt dazu, dass Menschen sich entkleiden. Im äh, britischen ich, oder im Englischen, im Amerikanischen finde ich, das klingt ein bisschen schöner. Da ist es nämlich das Paradoxical Undressing, also das Ausziehen entgegen besseren Wissens. Genau, es ist eine paradoxe Reaktion des Menschen auf Kälte, wenn man es genau. so beschreiben will. Wir haben, äh, meine ich, darüber gesprochen, als wir das Unglück am jadloff pass äh, Stimmt, besprochen da haben, haben. Wir da, da haben. wir das erste, mhm. du, du hast völlig recht, da haben wir das erste Mal äh, über dieses Phänomen gesprochen. Also, das ist so ein Aspekt, äh, wo äh, dies sagt, das das kann überhaupt nicht sein, das ist vollkommen unerklärlich und da muss man sagen, doch mit einem gewissen äh, informatorischen Wissen über Rechtsmedizin. Und da muss man sagen, wenn er immer auftritt und sagt, ich war Polizist, ich war Detective, müsste man sagen, hm, könnte er das nicht eventuell wissen als Detective? Wird das nicht auf irgendeiner Polizeischule mal erwähnt, äh, wenn er dann äh, auf einer Polizeischule gewesen ist, ist das nicht Bestandteil. Also, das ist so ein Aspekt, ähm, den man da nennen kann und. Wir machen nochmal ein zweites Beispiel, wo äh, in einem Fall, und da machen wir es nochmal gleich ein bisschen konkreter, damit man mal so an einem Fall auch mal demonstrieren kann, warum man seine Schilderungen, ich möchte sagen, mit Vorsicht genießen soll. Und da gibt es nämlich dann den Fall, äh, wo jemand seine, seine Schuhe auszieht. In einem Berggebiet im, im, im Frühherbst, wo es dann hinterher auch schneit. Und man findet dann also seine Stiefel. Ein Jäger. Ein Jäger, genau, ein Hobbyjäger, mhm. muss man natürlich sagen. Ähm, und äh, auch da wird so das Narrativ gespannt, der ist dann barfuß durch den Schnee gegangen so in der Art wird es dann von Paleidis auch mal beschildert und wenn man dann aber sich auch da wieder ein bisschen einliest, ist jetzt nicht mein Thema eigentlich die Jagd, bin ich kein Freund von, aber was man da findet, ist dann, dass es durchaus den Fall gibt, wenn Jägerinnen in Amerika unterwegs sind in den Wäldern und sie sehen dann irgendwann ein Elch oder was auch immer sie da jagen möchten, ziehen sie sich ihre schweren Stiefel aus und ziehen sich entweder äh, Turnschuhe oder sogar Moccasins, so werden sie genannt, also die Schuhe der Ureinwohner, eine moderne Version wahrscheinlich davon, in Amerika an, damit sie nicht so viel Lärm machen, wenn sie auf die Jagd gehen. Das heißt also, das muss nicht heißen, dass die Person, deren Schuhe man findet, barfuß gewesen ist, sondern eventuell hat sie einfach andere Schuhe angezogen, was nicht unüblich ist, wenn man auf der Jagd ist. Der Fall, auf den du da angespielt hast, ist der von Aaron Hedges, ne? Von dem, genau. Ähm, von der Person, von dem Menschen, der mit zwei Freunden zusammen in den Crazies, in den Crazy Mountains in Montana Elche jagen wollte mit ja. dem Bogen. Äh, dieser Fall ist äh, aus meiner Wahrnehmung heraus deswegen auch besonders interessant, weil man daran leider erkennen muss, dass er manchmal auch seinen eigenen Ausschlusskriterien ja. nicht äh, treu bleibt. Denn ähm, es stellte sich heraus hinterher, ähm, dass dieser Jäger, der da verschwunden ist und der dann auch, so wie er es schildert, ganz weit von dem ursprünglichen Gebiet, wo er hin wollte, äh, gefunden wurde, leider verstorben ähm, und dass er da gar nicht äh, hingelangen konnte und dass er die Abzweigung, die er da alleine im Wald nehmen konnte, gar nicht hätte verpassen können und so, äh, dass, dieser, dass diese Person, dass dieser Mensch ähm, ein Alkoholproblem hat. Ja. Und ähm, auch medikamentös versucht hat. Ähm den Alkoholismus äh, zu kurieren und dass von Anfang an auch äh, in dieser Gruppe, die da unterwegs waren, Konflikte bestanden haben, dass da äh, wirklich viele falsche Entscheidungen getroffen wurden, dass man unter Umständen auch den beiden äh, Freunden, die dann auch den Hergang aus ihrer Sicht geschildert haben, unter Umständen nicht ganz trauen kann, also dass es da viele Ungereimtheiten gibt. Jetzt mal völlig abgesehen ähm, vom Verschwinden von Aaron Hatches selber. Und dass es letzten Endes doch wahrscheinlicher ist, dass es sich da um eine Verkettung wahnsinnig unglücklicher Umstände handelt. Und das, finde ich, ist überhaupt so ein, ein, ein Thema, dass sich dadurch alle diese Fälle hindurchzieht. So faszinierend ich sie wirklich finde. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich mich jetzt abseits dieser Huxilla-Folge weiter irgendwie damit beschäftigen werde, weil es mich einfach interessiert. Was mich nur so traurig macht, ist, dass dahinter die die Schicksale von Menschen nicht nur den Menschen selber, die da verschwinden und versterben, sondern auch von den Angehörigen stecken und dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, Achtung wirklich unterstellung. Also dafür dürfte mich jetzt auch kritisieren, das ist völlig legitim, dass Polidis sich so ein bisschen auf dem Rücken dieser Familien, die da betroffen sind, profilieren möchte, vorsichtig ausgedrückt. Naja, also das zumindest verdient er sein Haupt, Geschäftsmodell sind die Bücher und seine Vorträge bei, bei Konferenzen. Das muss man sagen. Also mit diesen Fällen verdient er Geld. Und das ist überhaupt ähm, jetzt mal äh, so, so, so eine kleine kritische Anmerkung. Also ein Punkt, der mich bei vielen True-Crime-Geschichten auch so ein bisschen äh, traurig macht und mit dem ich wirklich ein bisschen Probleme habe. Also ich weiß, wir haben selber über Kriminalfälle berichtet. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich das in Zukunft auch noch so exzessiv mhm. äh, machen würde. Genau. Ähm, weil du da immer ähm, traurige Schicksale zum Ansatz, äh, zum Anlass nimmst, ja, selber eben dich. Äh, da irgendwie zu in den Vordergrund zu stellen also irgendwie Geschichten zu erzählen daraus ähm, und die Leute faszinieren zu wollen und natürlich kann man argumentieren ja aber das hilft ja auch den Behörden ich weiß es nicht ich habe da so meine Zweifel also ich habe ganz oft das Gefühl da ist eben da wird, da wird das Schicksal von Menschen äh, zu, zum Unterhaltungsfaktor und das finde ich teilweise ein bisschen traurig ja also Ruxela Crime wird es glaube ich ja, mittelfristig ja. bislang wird erstmal nicht mehr geben auch weil dieser Markt natürlich ja, kommt ja gesättigt ist. Aber kommen wir nochmal zum Fall von Aaron Hedges zurück, weil das ist wirklich eine prototypische Geschichte und wir haben, ich bin darauf gestoßen, weil ich in einem Forum äh, im Rahmen der Recherche dann gewesen bin, wo jemand, der eigentlich ein Fan von Polaidis gewesen ist, äh, gesagt hat, hm, ich habe jetzt hier ein Video von jemandem gefunden, der einen Fall nochmal nachrecherchiert hat, den auch Polaidis in seinem Film in dem Fall sogar Missing 411 The Hunted äh, aufgegriffen hat. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, was dieser YouTuber hier recherchiert hat, anhand von Materialien, die man bekommen kann, anhand von Gesprächen mit dem Sheriff äh, dort vor Ort, dann stelle ich fest, dass Polides so viele Sachen entweder nicht erwähnt hat oder nicht erwähnen wollte oder so weit angepasst hat, dass sie in, in sein Narrativ hineinpassen. Und man muss ganz ehrlich sagen, was dieser YouTuber hier aufbereitet hat, ist eine völlig plausible Erklärung und dann bleibt überhaupt nichts an diesem mysteriösen Fall über. Und äh, wir haben uns das dann angeschaut und du hast das gerade schon beschrieben. Ich will das noch ganz kurz sagen. Bei Menschen, die wirklich schwer alkoholkrank sind, kann äh, der Entzug von Alkohol dazu führen, dass sie Krampfanfälle bekommen. Also, fast, quasi, wie epileptische Anfälle, oder was heißt fast? Also, das ist dann wie epileptische Anfälle, die sie bekommen, wenn sie keinen Alkohol trinken. Das nennt sich Delirium tremens. Und das ist tatsächlich ein großes Problem bei schwer alkoholkranken Menschen, weil man nicht einfach sagen kann, hör auf zu trinken, weil das kann lebensbedrohliche Ausmaße tatsächlich annehmen. Das heißt, Menschen, die in diesem Stadium sind, bekommen wenn es äh, notwendig ist und wenn es klappt und wenn es funktioniert, Medikamente, die sozusagen diesen Krampfanfällen entgegenwirken. Ein Riesenproblem ist, wenn sie dann trotzdem weiter trinken. Das heißt, diese Medikamente nehmen und trinken. Das ist ein Problem. Das verträgt sich nicht gut miteinander. Das führt dann unter Umständen dazu, dass sie in einem ja, tatsächlich sehr ja wie soll ich sagen dissoziativen Zustand fast kommen also sehr betrunken sind und dann auch zum Teil eventuell orientierungslos sein könnten nur um mal die Situation zu beschreiben in dem äh, dieser Aaron Hatches sich befand denn so schildert es dann der YouTuber der war schwerer Alkoholiker hatte Probleme mit seiner Frau äh, es gab Streit zu Hause sein Bruder also der Bruder des Verschwundenen sagt manchmal habe ich den Eindruck gehabt er sei ähm, ein bisschen suizidgefährdet. also all das kann man finden, auch in den ein, äh, Polizeiakten und den, den Protokollen, die man einsehen kann. Die zeigt er auch in seinem äh, YouTube-Video. Und ähm, das heißt, wir haben hier schon mal jemanden, der zumindest schwere psychische Probleme zu haben scheint, der eine Suchtproblematik hat und der Medikamente nimmt. Also eigentlich schon jemand, der von vornherein ausgeschlossen werden sollte. Und äh, Polidis lässt das alles aus seinem Bericht raus und spinnt im Grunde genommen in seinem Film. Und wir werden euch, es gibt den bei YouTube äh, zum Anschauen aktuell, da setzen wir einen Zeitindex, da könnt ihr dann mal an die Stelle reinspringen. Da habe ich aber schon, glaube ich, sechs, sieben Minuten weglaufen lassen, eigentlich von der ersten Überschrift, dass dieser Fall beginnt, weil da geht es erstmal nur darum, dass er in seinem Dokumentarfilm die Scene vorbereitet, setting the scene, dass das eine ganz schwierige Region in, in Amerika ist. Und Bis hin zu einem Fluch der äh, Natives. Der, Native der, Fluch. Da, der da herrschen soll, genau. Also insofern schaut euch mal die Version flight von Palladis an und dann seid ihr überrascht und dann schaut euch mal dieses YouTube-Video an, was im Grunde nochmal mal die realen Fakten aufbereitet und dann ist man ein bisschen überrascht. Und was da so hängen bleibt ist, wenn er das bei allen Fällen so macht... Und nicht so in die Tiefe rein recherchiert, dann haben wir ein tatsächliches Problem, denn dann haben wir tatsächlich die Situation, dass er Fälle nicht vernünftig recherchiert, dass er wichtige Informationen willentlich oder unwillentlich, ich will ihm noch nicht mal bösen Willen da unterstellen, aber weglässt, die sehr wohl, sehr gut erklären können, warum dieser Jäger 14 Meilen entfernt von dem angenommenen Punkt dann gefunden wird das ist übrigens eine Strecke die man in anderthalb zwei Tagen ohne jedes Problem natürlich zurücklegen kann und in diesem Film The Hunted beginnt der Film im Grunde genommen dass er sagt hier haben wir jetzt Fälle von Jägerinnen in den Vereinigten Staaten und wir wissen alle dass die bestens vorbereitet sind dass die auf die Natur hervorragend vorbereitet sind und so weiter und so weiter und so weiter und da muss man doch auch sagen stimmt denn das oder ist es einfach so, dass du. Das ist auch wieder Teil dieses äh, Setting the Scenes, ja, ne? Genau. Also das ist, ähm, das ist übrigens ein, ein Verfahren, das man auch ganz oft in ähm, Spukberichten findet. Ja. Da wird immer äh, die Szenerie bereitet und meistens indem die beteiligten Personen für total verlässlich äh, und äh, im Besitz ihrer geistigen Kräfte erklärt ja, kein werden. Das, das musst Neumund. du ja machen, denn du genau. musst ja. Du musst ja ausschließen, dass die Fehler gemacht haben könnten, dass die sich geirrt haben könnten, dass da ähm, wirklich äh, fehlerhafte menschliche Wahrnehmung auch eine Rolle spielen könnte. All das möchtest du in einem Spukbericht, der ernst genommen werden soll, ja vermeiden. Äh, und ein bisschen kommt mir das eben hier in diesem Punkt auch vor. Du möchtest auf jeden Fall vermeiden, dass da menschliches Versagen, Fehlentscheidungen, Streit äh, oder eben solche Dinge, wie du gerade geschildert hast. Äh, eine Rolle spielen können, damit du dann eben auf die mysteriösen oder angeblich mysteriösen Umstände zu sprechen kommen kannst. Hier in dem Fall von dem Aaron Hedges, also in dem tragischen Fall waren die offensichtlich häufiger gemeinsam jagen, äh, aber hier blendet er eben die, die, die angeschlagene Gesundheit äh, dann der Person, die leider verstorben ist, aus. Und dann müssen wir aber auch bedenken, in den Vereinigten Staaten von Amerika kann sich jeder Waffen kaufen. Und dann gibt es eine Jagdsaison. Und warum muss jeder, der jagen geht, in den Vereinigten Staaten erfahren sein? Das können auch Leute sagen, die das, die das allererste Mal dann losgehen und sagen: Jetzt ist Jagdsaison, ich habe mir jetzt hier eine Flinte gekauft, was ja relativ einfach geht in den meisten Bundesstaaten, jetzt probiere ich das mal aus. Und dann passiert etwas Schlimmes. Und. Was er auch ausblendet, ist natürlich in diesem Narrativ, was er ja setzen muss. Du hast es völlig richtig beschrieben. Wenn man natürlich mal mit Parkrangern spricht oder sich Berichte von Parkrangern durchliest, was für einen Unsinn die Leute in den Nationalparks machen. Ja, es ist ja nicht so dass wenn da Schilder stehen, machen sie das nicht, dass die Leute sich daran halten. Und wir gucken gelegentlich mal zum Einschlafen. In Kanada bestimmt eher als in den USA. Das eher? Das genau, Nationaler Stereotyp, ja. Genau, ähm, genau, bitte nicht Stereotype ja. noch mehr. Aber ähm, was wir gelegentlich schauen, sind ja so Campingvideos zum Einschlafen. Da gibt es einige Videos, die wir sehr entspannt finden. Und wenn man da sieht, Gerade in, in, in Kanada, da gibt es einen kanadischen Camper, den wir häufiger uns anschauen, der wirklich panische Angst vor Bären hat. Der hat noch nie eine negative Erfahrung mit Bären gehabt, aber wenn der Essen kocht im Bärengebiet, dann geht er sehr weit weg von seinem Campingground, damit das nicht nach Essen riecht. Dann hat er kein Essen bei sich im Zelt oder wo auch immer übernachtet gelagert, einfach weil er Angst vor Bären hat. Wenn man das aber nicht alles berücksichtigt und in einem Bärengebiet sind, dann sind Bären zum Beispiel wirklich eine Gefahr und dann können die einen auch die müssen einen ja noch nicht mal töten, aber ein mit der Bärentatze im Wald und du bist dann immobil und so schwer verletzt, dass du dir nicht helfen kannst, dann hast du ein echtes äh, Problem. Und äh, das ist eben so, wenn man nicht wie wir hier in Deutschland im Grunde genommen gar nicht so wilde Natur haben. In Anführungsstrichen bilde Natur bis auf den Schwarzwald. Bis aus auf der, den Schwarzwald. Aus der Story. Da kommen wir gleich nochmal drauf, ja, <laughs> ja, weil wir uns das gar nicht mehr vorstellen können, wie das ist mhm. mit, mit tatsächlich äh, auch gefährlichen Tieren. Ähm, ich würde gerne nochmal, weil wir ja schon so ein bisschen bei den kritischen Anmerkungen ein bisschen ist gut, weil wir ja schon bei den kritischen Anmerkungen sind ähm, auf die oder auf den Artikel von äh, Karl Polich ähm, verweisen, ja. der mhm. da Daten analysiert hat. Also der hat per Zufallsgenerator sich da äh, Buchseiten rausgesucht aus äh, dem buch von paulides und hat dann immer den ersten fall auf der seite äh, sich angeguckt hat einmal nachgeprüft gibt's den überhaupt hat festgestellt ja den fall gibt's hat er sich nicht ausgedacht und hat dann aber geguckt ob das wirklich so ungewöhnlich ist und äh, der hat sich eben einige fälle angeschaut natürlich auch nicht alle achtung ähm, aber er hat gesagt, halt, in, also in, in dem, was ich mir angeguckt habe, da war halt nichts Ungewöhnliches. Das waren traurige mhm. Geschichten, äh, schlimme Schicksale. Aber ähm, es war halt nicht ähm, so, dass man da vermuten könnte, es waren die Waldgeister oder Aliens oder eine Staatsverschwörung oder sonst irgendwas, was da eine Rolle gespielt hat. Und äh, man kann sich ein ganz interessantes Gespräch mit dem ähm, Karl Polic angucken das das ist vom Skeptical Inquirer auch ein genau. der YouTube Channel, genau. ne? Ähm, da hat er ähm, auch so ein bisschen geschildert, ähm, wie er das so sieht mit den Polidis und hat gesagt, das wäre so eine USB-Verschwörungstheorie. Ja. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Also, er gibt ja keine Antworten. Er sagt ja nicht, es waren die und die und das und das ist genau passiert, sondern er stellt nur Fragen. Und das ist so ein bisschen wie so ein USB-Port, wo man dann selber so seine eigene Narrative rein reinstöpseln. kann, reinstöpseln kann und dann einfach mal guckt. Wie das da andocken kann und das kann eigentlich ziemlich vieles ziemlich gut andocken, wenn man das möchte. Und das ist eigentlich ein super Bild für ganz, ganz viele Verschwörungserzählungen. Es geht ja ähnlich auch bei QAnon und so, wo du alles mögliche rein interpretieren und andocken kannst, wenn du das wirklich drauf anlegst und ich finde diese Schilderung, ich finde den Artikel von dem Karl Prolich äh, ziemlich gut und äh, ziemlich schlüssig und ich fand es auch sehr sehr sympathisch, dass er genau wie ich am Anfang gesagt hat, ich bin doch so ein Blair Witch Project Fan. Ich mhm. finde ich finde diese ganzen Geschichten total faszinierend. Das findet man ja sowieso relativ häufig, dass da Leute sind, die erstmal darauf gestoßen sind und denken, wow, was ist der da auf der Spur? Also was hat er da rausgefunden? Ist das irgendwie ein Serienmörder, der da in den Nationalpark sein Unwesen treibt und den sonst keiner entdeckt? hat bisher und sich dann einlesen und das faszinierend finden und dann vielleicht irgendwann mal durch andere Darstellungen drauf kommen, dass da unter Umständen Informationen weggelassen wurden auch. Ich muss eine ganz kleine kritische Anmerkung machen, auch wenn wir mhm. ihn verlinken und auch das Interview verlinken. Skeptical Inquirer in jüngerer Zeit jetzt nicht immer an mhm. allen Stellen positiv mhm. aufgefallen. Äh, die amerikanischen Skeptiker neigen, in Teilen inzwischen dazu auch so eine Art gefühlten Kulturkampf führen ja. zu wollen und äh, Dinge ja sagen wir mal äh, kritisch zu sehen die äh, eigentlich einer gesellschaftlichen Entwicklung entsprechen also dass man nur so am Rande für alle die jetzt gezuckt sind trotzdem dieses Gespräch und auch der Artikel von Kyle Paulitsch, das kann man sich anschauen das zweite was ich noch anmerken möchte neben dieser USB Bild was ich super finde ist dass die Missing For One Man auch eine der, ähnlich wie QAnon ehrlich gesagt, das ist mir nochmal so jetzt in dieser Recherche in den letzten Tagen aufgegangen, eine Mitmachverschwörungserzählung verschwörungserzählung yeah. ist. Und ich benutze diesen Begriff jetzt zum ersten Mal in dieser Sendung, aber ich sage euch warum. Weil wenn ihr da euch mal bei YouTube dann hinsetzt und Missing411 und TikTok, auch. Und, und TikTok äh, euch anschaut, dann werdet ihr ganz, 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 ganz viele Content-Creator geben, die im Grunde genommen selber nochmal die Fälle aufbereiten. Und da muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt das von David Polidis, der an der einen oder anderen Stelle eventuell, möglicherweise, ich deute es nur an, äh, nicht ganz sauber recherchiert hat und nicht alle Fakten hinzugenommen hat. Und das trifft jetzt auf YouTuber, die das als grundsätzliche Quelle nehmen, da äh, die Buchstaben als Wahrheit nehmen oder dann anfangen selber auch zu recherchieren, dann haben wir zwei Dinge. Wir haben. Das, was du schon angesprochen hast beim True Crime Phänomen, Leute, die für ihren YouTube-Kanal, für Content reale Vermisstenfälle angehen, die zum Teil auch Kontakt aufnehmen, die da hinfahren, das gibt's alles, äh, je nach Kanal, was ich persönlich ethisch schwierig finde, wenn ich ganz ehrlich bin. Und, naja, wenn man dann selber auch noch ein, zwei Dinge im Halbsatz hinzufügt, offen lässt, Auslässt, nicht weiß, nicht beachtet, dann macht es natürlich dieses ganze Narrativ nicht besser, sondern eher noch schlimmer. Das heißt, wir haben die Option, dass da jeder seine, seine Idee, seine Theorie reinstöpseln Und dann kann. Dann ist es stille Post. Und dann ist es genau wie stille Post. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist einfach aber auch unverschämt spannend. Und es hm. ist natürlich genau dieses Geschichtenerzähl-Narrativ, der Wald. Der gruselige Ort, wo Menschen verschwinden, wo merkwürdige Dinge passieren. Wir haben nach wie vor eine Aufregung, was UFOs angeht. Vielleicht sind es die doch, vielleicht ist die Regierung doch böse. Ein neues Narrativ, was ja in den letzten Jahren hinzugekommen ist, neben den ganzen UFOs oder UEPs, wie man ja heute sagt, sind diese Dimensionstore. Mhm. Ja, also gar nicht mal, dass die von einem anderen Planeten... Ich möchte einen Satz aus alten Zeiten wiederholen, da müssen wir auch mal eine Folge zu machen. Genau. Also, dass da ja. tatsächlich aus einer anderen Dimension äh, sie entführt werden oder äh, durch ein äh, äh, Dimensionstor verschwinden. Und es ist ich, übrigens auch nichts Neues. Es ist genau. nur im neuen Gewand, ja. Genau. ja. Mhm. Und wenn man dann so gewisse Geschilderungen von Fällen sich durchliest, wo eine Mutter sagt, das Mädchen hat im Garten gespielt und ich habe die an der Spüle gestanden. Und dann habe ich zwei Sekunden nach unten geguckt und wieder hochgeguckt und das Kind war weg. Dann klingt das natürlich völlig dramatisch. Da sagt jeder, um Gottes Willen, die Mutter, die ihr Kind verloren hat, die wird ja nicht lügen. Aber. Wahns zwei Sekunden möchte man nicht zugeben, dass man doch länger nicht hingeguckt hat, weil man damit seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Äh, also, also all diese Dinge, die natürlich die Polizei in ihrer Ermittlungsarbeit fragen würde, genau diese kritischen Fragen, die man stellen muss, hat Streit gegeben. All diese Punkte, die lässt äh, David Paulides weg und und auch das möchte ich nochmal anmerken, wenn ihr euch mit dem Thema beginnt zu beschäftigen, schaut mal auf die Jahreszahlen. Da steht ein Fall aus Gebiete. dem Jahr, genau da mhm. steht ein Fall aus dem Jahr 2007, direkt neben einem Fall aus dem Jahr 1955, mhm. was im Grunde genommen 70 Jahre her ist. Wo natürlich auch die Dokumentation, die Art und Weise, wie man da einen vermissten Fall angegangen hat, eine komplett andere war, als sie heute der Fall ist. Da steht aber alles gleichbedeutend da. Und im Grunde genommen, und da stelle ich, da bin ich jetzt ganz bösartig, dass es auch gewollt ist. Ein Fall von 1955 soll nicht in der Zeit gesetzt sein. Da soll man nicht das Gefühl haben, wir sind in den 50er Jahren, sondern er versucht, das alles gleich zu machen und alles auf eine gleiche Ebene zu setzen. Und auch das finde ich problematisch. Und da hast du aber eigentlich noch ähm, indirekt einen weiteren Punkt angesprochen, nämlich die Frage, verschwinden denn in diesen Nationalparks oder in welchen Gebieten auch immer damit reingenommen werden, da geht es ja schon ja. los, überhaupt überdurchschnittlich viele Menschen. Und da muss man dann einfach sagen, es ist ein bisschen wie beim beim Juda dreieck ja. Erstmal kannst du äh, überhaupt schauen, welche Gebiete werden da wie mit reingenommen also du hast ja schon gesagt er geht jetzt sogar äh, in etwas andere gegenden dann ja. äh, letzten Endes mit den Fällen äh, und äh, über welchen Zeitraum erstreckt sich das und äh, wie viele Menschen verschwinden denn da ist das verglichen mit den äh, anderen Zahlen also von Menschen die die verschwinden wirklich überdurchschnittlich äh, und ist das signifikant und ja, da muss man dann letzten Endes als als äh, Datenanalyse dann auch äh, unterm Strich stehen lassen, dass es wahrscheinlicher ist, dass du in einer städtischen Gegend verschwindest ja. als äh, da in einer ländlichen Gegend. Also, wenn man wenn man da wirklich kritisch drauf schaut, so faszinierend wie das ist, bleibt am Ende nicht viel mehr übrig als Tragik, als Tragik und äh, Verlust und ähm, traurige Geschichten. Und ähm, ich will vielleicht an der Stelle nochmal sagen, damit ihr mich nicht falsch versteht, ich habe äh, wirklich zu diesen True Crime-Geschichten ein ganz, ganz zwiespältiges Verhältnis. Ich kann auf der einen Seite mich selber der Faszination überhaupt nicht entziehen. Ich weiß das <laughs> über mich selber, dass ich das total spannend finde und davon immer wieder angezogen werde. Und ähm, manche von euch werden es wissen, ich habe ja auch vor einiger Zeit diesen Dunkle Orte Podcast gemacht, den man ja im Prinzip auch äh, unterstellen könnte, er wäre eine Art True Crime oder was auch immer Podcast. Mhm. Ähm, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schwingt da bei mir, je länger ich darüber nachdenke und je mehr Abstand ich auch äh, dazu habe, immer so ein bisschen eben dieses Gefühl mit, dass das nicht ganz richtig ist, sowas zu machen. Mhm. Das ist aber wirklich, glaubt es mir bitte, ähm, nur ein ganz, ganz subjektives Empfinden von mir selber. Also ich will niemanden da draußen verurteilen, der sagt äh, ich habe da total Freude dran. ich kann dabei gut abschalten. Ich ähm, möchte da meinen eigenen detektivischen Spürsinn auch so ein bisschen. Ähm, mitlaufen lassen und so. Ich kann das total gut verstehen und ich mache das teilweise selber. Also fühlt, fühlt euch bitte nicht irgendwie auf den Schlips getreten. Ähm, es ähm, steckt nur auch ein bisschen in mir drin, dass ich damit inzwischen für mich selber ein ganz kleines Problem bekomme. Ja, ja, also das... So, der lange Rede kurzer Sinn. Ja, das hast du jetzt sehr, sehr ausführlich <laughs> ja. dargestellt. Ich weiß gar nicht, ob das so nötig wäre. Ja, aber, aber ich, ich, ich wollte es mal, mal, wollt mal zur Sprache bringen. Genau. Ähm, damit, glaube ich, haben wir den, die Missing 411 umfassend kritisch beleuchtet und es nützt alles nichts. Wir können euch nicht erklären, bei diesen Nein. 1600 Fällen. Äh, also, Was bei, einem, passiert ist. bei einem Fall, glaube ich, können wir da mit diesem YouTuber nachgehen. Da sieht man aber wie viel Recherche der betrieben hat, wie aufwendig das im Grunde genommen ist, im Nachhinein äh, das zu tun. Und das waren auch schon zwei. Regionen beteiligt, zwei unterschiedliche Ermittlungsbehörden waren da beteiligt, die ja getrennt voneinander befragen musste. Also das können wir nicht. Wir können nur sagen, bei aller Faszination für diese Geschichte, lasst euch nicht blenden mhm. und bleibt kritisch und mhm. hinterfragt. Und wir haben so viele Sachen gelesen, da gab es dann irgendwie in einem Fall von einer Frau, deren Name nicht genannt wird und auch das Jahr, in dem es passiert ist, wird nicht genannt. Ist folgendes, äh, wird folgendes berichtet, wo ich dann denke, wenn man nicht weiß, wie die Frau heißt, in welchem Jahr das war, wo kommt die Geschichte her? Dann mhm. sind wir im, im Bereich von Creepy Pasta, im Grunde genommen, also erfundene fiktionale Geschichten. Und spätestens da sollte man ganz hellhörig werden und kritisch bleiben. Und darum geht es ja hier bei uns im, im, im Podcast. Und wir sagen nicht, dass es mysteriöse, nicht erklärbare Fälle gibt von verschwundenen Menschen. Wir sagen aber, dass es äh, meist eine erstmal logische Erklärung gibt, wenn man dann nur die Gelegenheit hat, das, das zu recherchieren. Und es gibt leider einige Fälle, wo wir das nicht können. Und es gibt eben auch ungeklärte Fälle, die natürlich, Alex hat es Parma schon gesagt, für die Angehörigen besonders tragisch sind. Und insofern haben wir eine Dokumentation von Herrn Polidis verlinkt. Wir haben für die Recherche, das muss ich sagen, keine Bücher von ihm gekauft. Da habe ich mich dann doch gescheut das zu tun. In der letzten Folge haben wir noch erwähnt, was wir so kaufen im Rahmen der Recherche. Nach allem, was wir dann an kritischen Quellen drumherum gesammelt haben, habe ich gesagt, das möchte ich nicht finanziell unterstützen, aus persönlichen Überlegungen. Aber ihr könnt euch das natürlich überlegen, ob ihr da Spaß dran habt oder nicht. Jetzt Und müssen jetzt, wir in den Schwarzwald zurückkehren. Das würde mich doch mal interessieren. Und da bin ich mal gespannt, ob jetzt dieser Mittelteil euch kritischer gestimmt hat was die Story angeht, dass pro Jahr 15.000 Menschen im, Im letzten Schwar Jahr. Im letzten Jahr. Ah, im letzten Jahr. Mhm. Ah ja, verschwunden Die Auflösung. Also ich glaube, wenn im Schwarzwald im letzten Jahr 15.000 Menschen verschwunden wären. Das wäre den Behörden doch aufgefallen. Da hätten dann, glaube ich, auch Medien drüber berichtet. Das wäre hier in Deutschland durch die Presse gegangen. Ähm, wenn wir das äh, schon so ähm, kurz und knapp sagen, dann müssen wir auch äh, einstufen, von wann diese Geschichte überhaupt ist. Es ähm, wäre nämlich gar nicht das letzte Jahr gewesen, sondern diese Geschichte äh, ist hier bei Snopes aufgezeichnet im Jahr 2017. Das heißt, ähm, so weit liegt die überhaupt schon zurück und ist aber immer mal wieder so durch die äh, sozialen Medien gegeistert, eben mit diesem Foto, das ich euch beschrieben habe. Und spannenderweise zeigt dieses Foto auch gar nicht den äh, Schwarzwald, sondern die Gegend bei Hameln. <laughs> und ähm, auch sehr schön da übrigens. Mhm. Ähm, und lässt sich so zurückführen auf so eine Creepypasta äh, von 2014. Also soweit können die das zurückverfolgen. Und dieses Foto, da kann man auch ziemlich genau sagen, wer das gemacht hat. Das war ein Fotograf namens Jonathan Manschak. Und der hat damit den äh, Preis für das Foto des Tages bei National Geographic gewonnen im Jahre 2011, am 11. Oh. Juni. Also, auch das liegt dann eben schon ein bisschen weiter zurück. Und diese Unterschrift unter dem Bild ist halt auch so ein bisschen problematisch. Also, der Schwarzwald, ein, ein Wald kann ja auch nicht dafür verantwortlich sein, dass Menschen verschwinden. Mhm. Also, wie soll das gehen? Soll sich da die Erde auftun und dann diese Menschen verschlucken? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also, es ist halt wirklich so eine typische. Social Media Creepy Pasta, die sich dann verbreitet. Was ich daran nur irgendwie ganz schön finde, ist, dass das zeigt, wie in den englischsprachigen Teilen der sozialen Medien immer noch so das, das Bild vom Schwarzwald als Brüder Grimm-Märchenwald ja. mit dunklen Gestalten und Hexen, und so weiter äh, im wahrsten Sinne des Wortes, herumgeistert. Das finde ich halt irgendwie so, so cool. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine ziemlich hanebüchene, aber halt nett aufbereitete gruselige Geschichte über den Wald, in dem Fall über den Schwarzwald. Wenn man es böswilliger betrachtet, dann kann man natürlich auch sagen, zusammen mit diesem Foto, das einen ganz anderen Kontext zeigt, ist es äh, im Grunde genommen Fake News. <laughs> Ja. ja, das wäre dann, ja, wär dann so das Unspektakuläre, genau. Ja, damit sind wir am Ende der 325. Episode. Und wenn ihr äh, im Grunde genommen die beiden Folgen jetzt miteinander äh, vergleicht, ist ziemlich albern. Also, was ich sagen möchte, ist, äh, dass wir für uns definitiv gemerkt haben, dass wir die Zeit, die wir gewonnen haben, in, in diesem Jahr, glaube ich, in Content äh, Umgesetzt haben. Äh, die Folgen sind alle an eine Stunde lang, ohne dass wir das jetzt wirklich aktiv äh, planen, sondern wir sind einfach in der Lage, viel mehr vorzubereiten, viel mehr auch miteinander zu diskutieren, Alexa und ich. Ja. Ähm, die Redaktionssitzungen sind doppelt so lang. Sind, äh, ja, die, sind, die sind einfach anders. <laughs> ja. Wir haben mehr Zeit, uns äh, auch wirklich YouTube-Videos und solche Dinge anzuschauen. Das ist natürlich nicht der Kern unserer Vorbereitung für so eine Episode. Also. Wir versuchen ja viel mehr zu lesen und sehr bereit, uns dann aufzustellen, was die Dinge angeht. Aber es hilft dann doch sehr häufig äh, ein Gefühl für die Relevanz und das Leben eines Themas im, im Netz. Und das ist ja im Grunde genommen auch das, was wir tun, nämlich Netzphänomene betrachten und versuchen, diese Kritik zu beleuchten. Mhm. Und ich merke für mich, dass dieses Mehr an Zeit jetzt noch nicht dazu führt, unbedingt diesen regelmäßigen Rhythmus zu haben, den wir angekündigt haben. Mhm. Das hat jemand scherzhaft gesagt. Das hat, wie gesagt, auch noch andere Gründe, äh, äh, andere Projekte, an denen Alexa insbesondere gerade sitzt, die dazu führen, dass wir dann nicht immer so aufnehmen können, weil manchmal Alexa einfach andere Dinge tun muss, als sich dann vorzubereiten. Dann habe ich einen Wissensvorsprung und dann muss ich dir das wieder erzählen in Redaktionssitzungen. Redaktionssitzung. Ähm, aber wir sind für uns glücklich damit, wie wir das machen können. Mhm. Ich glaube, wir haben in, in diesem Jahr hoffentlich auch ein Stück weit zeigen können, äh, dass die Brandbe Bandbreite an Themen... Nach wie vor spannendes von, von Wirtschaftskriminalität und Betrug, äh, wie im Fall Theranos, äh, wieder ganz zurück zu den äh, Märchenerzählern, den Brüder Grimm, über die wir gesprochen haben, die Aliens in Zimbabwe-Folge. Also alles Folgen mit einer großen Bandbreite, die zeigen, wie viel da noch ist. Missing 411, eigentlich ein Klassiker in dem, was Ruxilla macht. Und da mhm. haben wir jetzt dann auch mal die Zeit und die Muße uns vorzubereiten. Und das ist einfach nur noch mal ein Fazit und ein Dankeschön an euch, die ihr uns das ermöglicht, ja. das aufzubereiten und für euch den, für uns bestmöglichen Content äh, zu kreieren. Mehr geht immer, das ist völlig klar. Ähm, aber ich glaube, wir sind da auf, ein, auf einem sehr sehr guten Weg und es macht, das möchte ich einfach noch mal sagen, unfassbar viel Spaß diese Themen aufzubereiten, ja. dass wir uns da reinfuchsen und ich habe die Hoffnung, dass ihr tatsächlich, wenn ihr die Themen nicht so kennt, der ein oder die ein oder andere, dass ihr sagt, ich gehe mal in die Quellen, weil wir uns da sehr auch immer Mühe geben, links äh, euch zu geben, Dokumentationen zu verlinken, Bücher, Filme, was auch immer, ähm, damit ihr dann im Grunde genommen das, was wir sagen, auch nachvollziehen könnt. Und dass ihr immer in der Lage seid, nachzuvollziehen, warum wir zu den Schlüssen kommen, äh, zu denen wir kommen, damit das eben nicht so wirkt, als ob wir alles doof finden, sondern, dass wir uns das kritisch anschauen. Ja, ich hoffe, das ist rübergekommen in dieser ja. Folge, dass wir jetzt auch nicht nur über David Palladis wettern wollen, ähm, sondern, dass wir das, äh, die Faszination auch ein Stück weit wirklich nachvollziehen können. Äh, insofern äh, muss man einfach sagen, es äh, macht uns Freude. Ja. Wir versuchen da gerecht den Themen zu werden und wir hoffen, dass wir für euch da weiterhin äh, ja das kritische Denken äh, einfach ein Stück weit exemplarisch immer an den Themen äh, durchexerzieren und dann könnt ihr selber natürlich, wenn euch was begegnet, äh, diesen Dingen auch kritisch begegnen. Damit sind wir dann am Ende der 325. Folge. Und am äh, Ende des Augusts. Am Ende des Augusts bedanken uns bei euch und ich kann jetzt äh, ungefähr abschätzen, dass der August wieder ein sehr, sehr starker Monat war, was die finanzielle Unterstützung angeht. Also die äh, Anmerkung äh, im Juli äh, scheint gewirkt zu haben. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns da weiterhin äh, unterstützt und wir haben immer noch eine lange Liste mit Themen, das geht mhm. noch weiter und wir freuen uns dann euch entweder im Nachsitzen oder dann hier wieder in den regulären in anführungsstrichen Hoaxeller-Folgen im September begrüßen zu können, vielleicht auch mal beim Relive einmal im Monat oder bei einem Vortrag oder nächstes Jahr auf der Tour. Aber jetzt machen wir erstmal genau, erst Feierabend. Euch alles Gute da draußen und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.